Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Enshrouded. Schön, dass ihr da seid. Wir sind noch immer in den Hallen der Erloschenen in den Nomadenanhöhen. Ich hatte jetzt kurz ein bisschen offscreen, das ist ja offscreen, ich habe was abgebaut und musste kurz, hab was gegessen. Deswegen sind meine ganzen Buff-Foodies da oben fast leer. Ich habe auch ein neues Gebet der Flamme aufgemacht und... Oh! Auf geht's! Problem ist, wir wissen mittlerweile, es gibt Geheimgänge. Jetzt mache ich mir ein paar Sorgen, dass ich hier noch 50 finde oder dass ich noch 30 nicht gefunden habe. Das ist das viel größere Problem. Das ist mal ein cooler Anblick. Das ist sexy. So. Warte mal. Ist das die Boss-Arena? Ich glaube, das ist die Boss-Arena! Ha! Oh! Oder es ist einfach nur ein großer Grün. Ja. Nein, nicht mich treffen, nicht mich treffen. Raus. Wow. Oh. Ein kleiner Feigling. Nein! Ohne Feiglingstour hätte ich das vielleicht sogar geschafft. Ja, geil. Boss Arena. Komm, gib ihm. Noch einen Strom 2 habe ich auch noch. Oh, Mann. Das Problem ist jetzt natürlich der Ausgeruht-Buff. Der fehlt mir jetzt. Und das ist... und das Gebet der Flamme. Oh, Mann. Hör auf, ihn anzuvisieren! Ich hab keine Ausdauer. Wow! Oh! Stopp! Oh! Oh! Ich vermisse meinen Ausgeruht-Buff. Um das nochmal zu erwähnen. Oh, was haben wir hier? Achso. Erstmal noch ein Schädel, der nervt. Riesenknochen, erloschener Zyklopkopf, finster Halbmond, Magierstab. Ja. Reparieren. Das ist doch jetzt noch nicht Ende gewesen, oder?
Habe ich die letzte Folge ernsthaft direkt vorm Bosskampf beendet? Was ist denn da los? Erfrischend kurzes Dungeon, sagen wir mal so, aber das fühlt sich noch nicht richtig an. Wir gucken mal. Aha! Nee, nee, nee. Hier. Oh, ist ja die Kraft natürlich vereinfacht hier oben. Okay. Ich will das Ding da unten nämlich noch nicht benutzen. Ich habe Angst, dass ich dann rausgeschmissen werde. Das will ich nicht. Oh oh. Euch auch alle lieb. Ich habe auch anders machen können, ja. Aber geil. Oder war es auch noch nicht der Bosskampf, glaube ich. Lass uns noch mal mehr von den Dingern. Oh, ganz oben! Okay. Witzig, auf jeden Fall. Wow. Toll. Machen hier. Ach, da wäre es gewesen. Achso, Truhe? Nee. Ritterhandschuhe. Zwischen? Ja, ich glaube schon, ne? Da drin. Ich springe mich mal rein. Mach den Spawner weg. Auch noch 10. Ne, 9 noch. Das ist eine Ansage. 9.
Oh, ich muss irgendwie hochkommen. Das könnte das Problem werden hier. Oder das Ding in der Mitte ist einfach nur ein Fahrstuhl. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ja, vielleicht. Aber anscheinend geht es auch so. Ja, okay, es ist einfach nur ein Fahrstuhl, der hier hochgeführt hätte, glaube ich. Okay, kein Problem. Mittendrin ist was. Ah ja, toll. Zwei Stück in der Mitte. Fahrstuhl. Jetzt bin ich mir ja ziemlich sicher, dass das nicht der Ausgang ist. Zack, draußen. Nee. Es wird eine kleine Rätsel-Kletterstuhl, habe ich so das Gefühl. Wo führst du mich hin? Okay. Leute. Den glaube ich nur noch 5. Hier. Ausdauer. Tja. Nee, das ist gut. Danke, die Feuerkugeln. So. Da vorne. Zwei Stück noch, und die in der Mitte, die nach unten zeigen, ne?
die direkt übereinander sind. Wo sind sie denn da? Mal hin! So, Aufgang. Mal hier. Ah, schön. Das ist, glaube ich, der letzte, der jetzt noch fehlt. Und dann sollte ich meinen Grabstein nochmal mitnehmen. Ganz wichtige Kiste. Das war noch nicht der letzte. Oh. Okay. Das ist ein letztlicher Respawner. Mach dich mal weg. Scheint eh nicht mehr in Benutzung gewesen zu sein, aber es geht ums Prinzip. Einer fehlt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo war das Tor? Eins fehlt noch, tatsächlich. Ein letztes. Oh. Einer. Mehrere Fahrstühle kann das sein. Von unten nach oben. So Symmetrie und so. Ja, ja, okay. Wo zur Hölle? Also ich meine, es ist ein absolut riesengroßer Raum hier. Und wir haben 8 von 9 oder was auch immer das war. Das ist schon mal eine gute Bilanz. Vielleicht sollte ich jetzt mal unten strategisch die ganzen Pfosten abarbeiten. Ja, komm, wir gehen jetzt mal unten die Pfosten ab. Systematisch, um genau zu sein. Jeweils 3 in der Länge machen wir. Schon. Ach, da ist er. Schön. Wow. Jetzt haben wir es. Hey, alle offen. Wirklich schade um den ausgeruht Buff wieder einmal. Aber kann man nichts machen. An diesen Checkpoint-Räumen ist immer eine Werkbank zum Reparieren, ne? Ich glaube schon.
Gebiet der Flamme, her damit. Das können wir gebrauchen. Ja, bei Gisha 20%. Das lohnt sich. So, weiter im Text. Oh, ist das eine Sackgasse? Oh, wie schön. Ach, hier hätte ich auch rüberschwingen können. Okay, da bin ich mit dem Gleiten natürlich deutlich flotter jetzt unterwegs gewesen. Aber geil. Noch ein Scheiß. Oh. Hallo? Ihr Schwangene! Bam, Explosion! Wow! Das war fies. Ich glaube, von dort hier geht's weiter. Das heißt, wir gucken uns mal um, weil ich habe gerade noch eine andere Seite drin, wo ich hingleiten könnte. Oh, oh, wow. Was war das da? Sieht auch schon wieder spannend aus, wo das hinführt. Was mich jetzt schon wieder zu der Frage führt, wo geht's jetzt weiter? Wow. Das habe ich ja toll gemacht. Leider Glück komme ich da hoch. Jetzt auch ohne Aufschwung geschafft, gut. Was dahinter ist. Ich glaube aber, dass das war ein guter Schein, das so rumzumachen.
Na toll. Gut, so ganz einfach scheint es noch nicht zu sein. Da hätte ich gerne. Ja. Ah. Okay, jetzt schaffe ich es aber mit Leiter. So, was haben wir hier? Silberschussbogen. Ja, okay. Nichts, was ich so spontan sage, dass ich es brauche. Ich hätte es auch in einem Schwung rüber geschafft, oder ist das drüben höher? Naja. So, jetzt darüber und dann haben wir es. Zumindest mit dem Raum. Wow! Das war ein bisschen zu früh gedrückt. Wo führt das hier hin? Nirgends. Schade. Oh. Das war Glück, dass ich hochgesprungen bin direkt. Puff. Kommst du her? Bitte? Bitte. Danke. Aber eigentlich hoffe ich, dass wir bald durch sind. Ich hätte jetzt grob eine Stunde gedacht, jetzt würde das ganze Dungeon mal früh anfangen. Mit meinem persönlichen Zeitmanagement-Grad. Praktisch habe ich noch nicht den Eindruck, dass es gleich soweit ist. Das ist ja übel. Also langsam wäre auch mein Ausgeruht-Buff so oder so weg. Ach, Ausgang! Nee. Nee. Das ist schon wieder ein riesiger Rätselraum. Das Ding führt mich nach da oben. Wetten? Zwei Stück. Wir raten rechts und links ein. Das wäre so der Klassiker. Oh ja. Wie sie schon alle auf mich warten. Okay.
Oh, geht nicht auf. Naja gut, dann nutze ich das doch vielleicht nochmal aus und mache das mit denen auch noch. Hoff. Gut, ich glaube, so ist das definitiv nicht gewollt und gedacht. Aber ist egal. Ich habe mich auch noch getroffen. Der kriegt halt echt noch 44 Schaden. Wahrscheinlich Sekundäreffekt vom Blitz. Wenn ich einen Crit lande. Erledigt. Ach, da ist der Schalter. Ja, gut. Machen wir so. Damit sie doch noch eine Chance haben, sich zu wehren. Wollen doch mal nett sein. Oh. Hi. Das empfinde ich als Problem. Wer hat den denn rausgebeten? Das ist richtig böse. Ausdauer regeneriert, tut mir leid. Er hat noch ein zweites Mal geschossen. Na! Boah, diese Fies, diese Zyklopen. Das gefällt mir aber. Leider ziemlich gut. So. Ja, da. Ja gut, das klappt das von hier aus. Jo, gut. Man muss ja nicht stolz darauf sein, was man tut, ne? Ah. Na, vielleicht sollte ich doch mal runter. Oh oh. Ja, okay, hab's verkackt. Oh, ich hab noch nicht gebufft.
gut. Dann werde ich das wohl nicht tun jetzt diesmal. Stirb einfach. Warte, ich diese Lichtexplosion. Komm, jetzt hol ich sie mal raus. Ach so, wow. Gut. Ich habe tatsächlich ein paar Sorgen mit denen. Was aber in Ordnung ist. Ja, gibt mir ein bisschen Schaden, ist alles gut. Da kommst du raus aus der Tür, ne? Hast du noch eine Kiste drin versteckt? Nö. Hatte er so ein Siegel über dem Kopf? War er Nummer 1? Ja. Na dann. Geht's da jetzt rüber? Wahrscheinlich nochmal genau dasselbe Spiel. Okay, und auf direktem Weg komme ich da nicht hin. Dann so. Wow. Aber das war... Okay. Oh. Snack. Doch einfach nochmal auf. Gut, die Kleinen hier drumherum, die sind hier wieder easy. Der da drin ist das Problem. Außer ich krieg dich auch so. Theoretisch? Ich hoffe mal, dass der Große auch auf diese Feuerbälle hier reagiert. Komm, machen wir es aber richtig. Oh nein! Nein, 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 nein! Da ist er ja schon. Okay. Von mir aus auch so? Okay, das ist es mir gerade tatsächlich wert. Die sind ja so übel. Schreist du, ne? Ah, er hat doch das Siegel über dem Kopf. Jetzt bei ihm sehe ich das jetzt mal. 804? Wie viel macht denn der Eisbolzen? Wissenschaft? Auch so viel. Lässt sich aber schneller zaubern, kostet weniger Mana. So, ist tot. Ja. Dann lassen wir das jetzt einfach so stehen. Und wir gehen jetzt zu dem Siegel hoch. Und hoffen mal, dass es das jetzt war. Sonst muss ich ja noch eine dritte Folge machen. Das wäre ja ein ziemlich heftiges Dungeon.
Na? Feierabend? Oh ja, das könnte jetzt Feierabend sein. Finsterer Halbmond-Magierstab. Oh. Sowas hätte ich gerne. Eigentlich. Vielleicht aus den Ödlandern, aber ich glaube, wir haben es. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob hier noch eine Geheimtür oder so versteckt ist. Entschuldigt bitte mit dem Husten, das ist gerade wieder ungünstig. So. Na, draußen. Das ist draußen. Lass uns mal nach Hause. Wir können direkt nochmal prüfen, was der nächste Schlüssel kostet. Und dann... Oh, diese Zyklopendinger sind echt böse. Hallöchen. Begrabene Knochen im Sand der Zeit. Du bist schon weit gekommen, aber wir dürfen nicht rasten. Köstliche Angst entweicht ihnen und wandert von jenseits des Schleiers bis zu meinen Ohren. Erreiche die müden Sande im Osten. Zerreiße sie völlig. Gleite, sammle, gewinne. Klar. Ödlandknochenschlüssel. Oh ja. Fertig. Easy. Beschwörung? Stühle ist unser Thron. Das ist cool. Away. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Ach. Warte mal. Das ist ja passend. Echt jetzt? Nee. Ah, hier. Okay. Super entspannt hinzukommen für uns. Super praktisch natürlich. Yeah. Leck, leck, leck. Ich leuchte einen Stein dahin. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's dann in das letzte. Dann und damit dürfen wir dann auf Max, mit dem Max-Level Gegner zu tun haben. Und auch potenziell Loot rauskriegen können, mit dem wir was anfangen können. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.